Ja, da sind wir wieder, liebe YouTube- und Facebook-Freunde. Wir sitzen mal wieder im Auto und sind unterwegs. Wir, weil irgendeiner muss ja die Kamera halten. Das sendete Christian von HLC Media. Genau, da ist er. Ich finde auch zurück. Hallo Christian. Hallo. Hallo. Ihr fragt euch sicher, warum sind die Deppen schon wieder unterwegs? Kann ich euch erklären. Es geht natürlich um den Seat von der Lena. Mittlerweile haben wir ja das Fahrzeug bei uns, ihr wisst, die Ladenware ist drin, oder also wir sind dabei, dass er halt langsam reinkommt. Aber es gibt ja noch einen ganz wesentlichen Punkt. Was brauchen wir, damit Musik aus einer Anlage kommt? Richtig, ein Autoradio oder vielleicht auch eine Navigation, wer weiß. Und da sind wir heute mal in Diensten des Autoradios quasi unterwegs zu, nennen wir es, der Mutter aller Autoradiohersteller, der Firma Blaupunkt. Warum heißen die eigentlich Blaupunkt? Ja, ist eine gute Frage. Keine Ahnung, Christian, kann ich dir nicht sagen. Fragen wir nach, vielleicht weiß das heute einer. Ja. Was ich auf jeden Fall über Blaupunkt sagen kann, wirklich eine Firma mit ganz viel Tradition und die haben genau das Richtige für uns im Programm. Und was die da genau haben, das sagt uns heute der Dennis Müller von der Car Akustik, die nämlich momentan den Blaupunkt-Vertrieb innehaben. Ja. Und weil sich Christian immer beschwert, dass ich zu viel quatsche, weil es die Leute nicht interessiert, sage ich an dieser Stelle, see you later bei Blaupunkt im Headquarter. Ich fahre noch ein bisschen Auto. Bis später. So, Leute, wir sind da. Hameln bei der Car Akustik. Ich war schon ewig nicht mehr hier. Mal schauen, wo wir hier überhaupt reinkommen. Keine Ahnung, ob das eine Klingel ist. Huch. Okay, es scheint eine Klingel zu sein. Moin! Da ist er! Dennis! Hi! Ja. Alles gut bei dir? Ich dachte, du wärst gar nicht da. Na klar. Okay. Ist ja gut. Komm wir rein. Gehen rein und schauen uns das Gerät an, würde ich sagen. Alles klar. Super. Ja, wir sind da. Wir haben es ja schon mal angesprochen, wir suchen was für den Seat. Jetzt werden von euch natürlich wieder ein paar Leute sagen, ist doch nicht für den Seat. Das geht auch für einen Cupra oder für einen normalen Leon halt auch. Ihr müsst halt nur die Blende drumherum. Die müsst ihr entsprechend halt anpassen für das Ganze. Da gibt es einen Teil von Seat, das könnt ihr kaufen, ist gar nicht teuer, liegt so um die 30 Euro. Und selbst wenn ihr die Originalnavi nicht gehabt habt, könnt ihr dann das Gerät einbauen. Ja. Ich bin ehrlich, ich habe es mal irgendwann mal ganz kurz in der Pressemitteilung gesehen. Ich habe mich aber seitdem nie wieder mit beschäftigt mit dem Gerät. Jetzt sag mir mal, warum Bremen 975? Warum es so heißt oder warum wir es rausgebracht haben? Naja, also warum es so heißt, ich würde jetzt mal sagen Blaupunkt History. Ne? Irgendwie. Genau. Bremen war ja schon immer so das Maß der Dinge halt ja. Irgendwie. Ne? 975, keine Ahnung. Ja, das ist bei uns oder bei Blaupunkt ist das ein Fantasiename, der eigentlich daraus besteht aus einer, ja, ein interner Code ist es hier eigentlich. Es besteht aus der Höhe der Serie, die 9, die 7 ist meistens das Jahr und 5 ist dann so eine Abstufung zwischen der Serie nochmal intern. Deswegen heißt es Bremen 975. Also 9 eigentlich schon, weil es mit die höchste Serie ist, die Blaupunkt momentan hat. Ja, okay. 7 für das Jahr 2017, 5, weil es jetzt Mitte des Jahres ist, sage ich mal so. Das ist die Historie. Okay. Und Bremen, wie du schon richtig gesagt hast, Bremen war aus der Historie halt immer so mit eines der besten Radios, die Blaupunkt auf den Markt gebracht hat. Also auch für alle, die vielleicht schon ein bisschen älter sind unter unseren YouTubern. In Bremen gab es ewig nicht mehr, würde ich sagen. Aber früher war das wirklich das Maß der Dinge. Ja, da hast du gesagt, also gab es eigentlich für mich immer drei Geräte so am Markt, die wirklich eine Historie hatten. Das alte, das war der gute alte Clarion Hi-Fi-Ton. Dann gab es das Becker Mexiko und das Bremen. Richtig. Ne, das waren so die drei Geräte, die quasi diesen Begriff Autoradio wirklich geprägt haben. So, damals jetzt. Bremen, ich kurz nochmal, damals Bremen war mit das erste, was Laufzeitkorrektur drin hatte, selbst einmessendes Mikrofon. Stimmt, ja. Und war auch ganz, ganz lange in der Car und Hi-Fi absolute Spitzenklasse, also ungeschlagen. Und Bremen ist eigentlich ja, noch ein Ultra. Ja. Ja, an das Gerät kann ich mich auch noch erinnern. Jetzt überlegt mal, wie lange das schon her ist. Und ich kann es noch. Ja, jetzt haben wir hier natürlich das neue Bremen vor uns. Klar, das VW-spezifische Maß erkenne ich sofort, ist halt ein Riesenunterschied. Die alten Bremen, das waren halt immer Standard-Einigengeräte früher. Jetzt gehen wir halt diesen Weg. Was kann es denn noch außer gut aussehen? Ja, stimmt. Es sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr definitiv, gut aus. Also ne? Definitiv. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein 7 Zoll Touchscreen-Display. Um die ganzen Informationen einfach, die wir jetzt in so ein Gerät reingepackt haben, auch griffbereit zu haben.
Lass dich von mir nicht stören, red einfach weiter, ich spiele in der Zeit so ein bisschen rum. Das Gute bei dem Gerät ist tatsächlich, dass ich hier überall, was Björn jetzt gerade auch schon probiert, das kleine Spielkind. Also kannst du auch gerne selber machen. Ich schiebe hier alles, wie ich das haben möchte. Also ich habe hier mehrere Kacheln, die ich mir so zusammenbasteln kann, wie ich möchte. Wenn ich sage, ich möchte die Navigation jetzt hier oben haben, packe ich die da einfach hin. Oder wenn ich sage, na, SWC, Steering Wheel Control, packe ich hier unten, packe ich die da hin. Wenn ich meine, dass DAB für mich wichtig ist, kann ich das natürlich da hinpacken. Was nicht so wichtig ist, ich einfach irgendwo ganz ans Ende habe, aber trotzdem durch das Wischen relativ schnell griffbereit. Das ist das eine Highlight von dem Gerät. Finde ich grundsätzlich ziemlich cool. Das erinnert mich aber eigentlich mehr an ein Smartphone, wenn ich ehrlich bin. Sehr gut. Ja. Das war auch dieses, der Gedanke dahinter. Ne, weil dieses Kachelprinzip ist ja schon so eine typische Smartphone-Geschichte eigentlich. Ne? Was ja nicht schlecht ist. Ne? Also zum einen kennt ihr euch natürlich mit euren Telefonen aus, zum anderen gut kopiert. Ist ja bekanntlich immer besser als schlecht selber gemacht. Ne? Und das Kachelprinzip, dasselbe halt frei zuzuordnen, das gibt mir zumindest ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich mache hier das, was ich halt wirklich brauche. Ne? Ganz genau. Ja. Ja, was wir noch als Highlight hier haben, das ganze Gerät ist natürlich Android-basiert. Da sind wir wieder beim Smartphone. Da sind wir beim Smartphone, ja. Das heißt, ich habe hier natürlich auch verschiedene Apps, die ich mir aus dem Internet hier einfach draufziehen kann. Ich zeige das mal hier. Hier haben wir ein paar draufgepackt. Das heißt, ich bin hier relativ frei mit meinen Apps. Ich kann hier Spotify draufpacken. Ich kann mir hier meine Kalenderfunktion draufpacken. Ich kann mir hier vielleicht auch mein Facebook draufpacken, wer es denn braucht. Das heißt, ich kann hier relativ viel machen mit dem Gerät in dem Bereich. Natürlich habe ich auch die ganz normalen Funktionen. Ich habe ein Radio, ich habe Telefon natürlich, Freisprecheinrichtung, ganz klar, darf heute nicht mehr fehlen. Ich habe ein Audio-Streaming, glaube ich, braucht man nicht zu erklären, oder? Genau, ja, genau. Was das Ding kann. Genau. Also wo ich jetzt hier hinten mal so ein bisschen geguckt habe, wo mir auffällt, ist, ich sehe hier USB 1, USB 2, USB 3 sehe ich hier hinten noch. Warum hat denn das Ding so viele Ports? Naja, ich brauche das einmal, habe ich einen USB-Port, um meinen Wi-Fi-Dongle hinten anzuschließen. Das heißt, ich kann mit dem Gerät sogar ins Internet gehen. Über Luft. Über die Luft natürlich. Zauberrahmen. Super. Ja, also ich gehe mit dem Ding ins Internet. Das heißt also, ich kann Internetradio hören. Ich hole mir eine App runter und höre dann einfach Internetradio. Ja, okay, cool. Fahre zum McDonald's auf dem Parkplatz und ziehe mir irgendwelche Apps darunter. Alles ist möglich. Ja, gibt es ja, glaube ich, einen Haufen Anwendungen. Ja. Ja. Es gibt blitzer.de, habe ich jetzt nicht gesagt. Gefahrenstellen meinst du? Gefahrenstellenwarnung.de. Ja. Genau. Wofür habe ich die anderen noch? Ich habe die anderen noch für Real Seat Entertainment. Das heißt, also von da aus kann ich auch noch andere Quellen steuern, hinten. Ich habe natürlich normal USB für USB-Sticks, Festplattenspeicher, genau. Festplattenspeicher. Genau. Und deswegen habe ich einfach so viele Anschlüsse. Ich habe auch einen HDMI-Anschluss. Für Input dann halt. Für Input? Ja, okay. Zum Beispiel für, haben wir das jetzt hier schon irgendwo belegt? Hatte ich ja natürlich auch irgendwo. Für den Mirror Mode. Ja, okay. Das heißt, wir können zum Beispiel Smartphone spiegeln? Yes. Okay, was habe ich noch? Ich habe natürlich einen ganz normalen CD-Schlitz, das heißt CD, DVD, ganz klar, standardmäßig. Es ist DAB-ready. Es ist nicht DAB-integriert, sondern ich brauche dazu tatsächlich ein Zusatzmodul, eine kleine schwarze Kiste, dann kann ich auch DAB mit dem Gerät hören. Das ist eigentlich schon. Habe ich hier irgendwo, habe ich auch schon gesehen. Genau. Das kann ich auch machen. Übrigens, sehr cool, wo ich es gerade sehe, ist das da, Night Display. Ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, was soll der Scheiß? Ja. Seid ihr mit so einem Gerät schon mal in der Nacht gefahren? Ladestraße, keine Beleuchtung mehr. Ja. Nur noch ihr und das Auto. Die beste Funktion, die es gibt. Yes. Ja, definitiv. Ne? Also das Display in der Nacht halt auszuschalten, super tolle Sache. Es geht ja nur um das Display. Ne? Der ganze Rest, der läuft ja weiter. Ihr könnt die Musik hören und die Navigation läuft halt auch noch im Hintergrund. Alles cool. Ne? Ihr werdet halt nur nicht geblendet, weil manchmal reicht halt selbst die letzte Dimmstufe nicht so richtig aus. Also so geht mir das zumindest dann häufig. Denkst du, da ist ein 300 Watt Strahler in der Mittelkonsole eingebaut? Ja, unglaublich. Ne? Also von daher definitiv richtig gut. Ne? Ja. Jetzt kommt natürlich wieder die Frage, die Beleuchtungsfarbe sieht doch scheiße aus, hat doch keinen Volkswagen in Aquamarinblau. Ja? Könnte ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich zu ändern. Meinst du, da mal dran gedacht? Wenn nicht, müssen wir leider gehen. Dann sind wir raus. Natürlich kann ich es ändern. Also ich kann einmal natürlich hier diese Balken hier ändern. Dafür habe ich hier Farbschemas. Schemen.
Da kann ich hier wählen, rot, grün, rot, orange, blau. Ich mache jetzt einfach rot, dass man es einfach mal sieht. Mhm. Und dann ändert sich das schon mal auf rot. Passt auch zu dem Seat schön, ne? Jetzt möchte natürlich noch, Björn möchte jetzt natürlich das Aquamarin hier weg haben. Kein Problem. Ja, ich möchte rot. Na, du möchtest rot haben. Ich möchte okay, rot. Dann nehmen wir rot. Nehmen wir rot. Ja. Und wir haben rot. Und so ist alles rot. Die Tasten kann ich übrigens in 256 Farben einstellen. Das heißt, wenn dein Auto irgendwann mal lila sein sollte, kannst du es auch in lila einstellen. Wird wohl eher nicht passieren, aber danke für den Hinweis. Ja, heißt halt auch, dass wir, also das ist für mich eigentlich so ein Knackpunkt, die Seat und die Volkswagen, die haben es halt in rot, die Tasten. Die Skoda aber leider nicht, die haben es nämlich in grün. Und da gibt es doch das ein oder andere Gerät, was diese Umschaltung halt nicht drauf hat. Ne? Von daher 256 Farben, toll zu wissen, dass das geht. Aber ich persönlich bräuchte es eigentlich gar nicht. Also diese paar Farbschemen, die es halt da zur Auswahl gibt, das reicht für die Fahrzeuge, wo das halt letzten Endes halt zum Einsatz kommen soll, lang hin. Meine Meinung. Ich denke auch. Ja. Rückfahrkamera? Na, selbstverständlich. Ja. Fett. Amir. Da, siehst du. Ja. Ja. Cool. Ja. Dann gibt es so einen tollen Navi-Knopf noch. Ja. Ist auch vorhanden. Ja. Navigation, ich gehe mal davon aus, alle Länder Europas mit dabei. Alle Länder Europas und Update nach dem Kauf 30 Tage. Meiste Software von der Team. Ja, cool. Ja. Plus halt wahrscheinlich auch noch die Möglichkeit, einfach irgendeine x-beliebige Navi-App draufzuschmeißen, weil genau, ist ja alles Android. Genau. Ja, das heißt, wenn ihr da halt mit Navigon arbeitet, der Google Maps war es, keine Ahnung, ne? Das könnt ihr euch alles dann halt noch mit draufziehen auf das Ding. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein WLAN-Stick, damit ihr halt Internet über die Luft machen könnt. Ja. Oder, jetzt bin ich ja so gefährliches Halbwissen, via Hotspot und Tethering-Funktion. Ja, auch das. Ist das richtig? Ja. Tethering ist richtig? Ja, Tethering. Yes. Ja. Wieder mal aufgepasst. Ja. Cool, also würde auch gehen. Genau, das geht auch. Aber wie gesagt, wer es ganz davon unabhängig ganz normal navigieren möchte, kriegt die Navikarte dazu und kann ja cool, standalone navigieren. Ja. Also Internet hat man ja auch nicht überall. Ne? Also auch das muss man ja wirklich so sagen. Von daher finde ich es nach wie vor halt auch gut, wenn so ein Gerät halt dann auch die Navigation halt wirklich integriert hat in das ganze Ding. Ja, cool. Ja, das hat uns ein bisschen Einblick gegeben in diese ganze Geschichte. Ja, ich freue mich. Ich hoffe, dass es das richtige Radio für euer Projekt ist. Ja, also ich denke auf jeden Fall. Ne? Also wir haben halt den Seat, da passt halt wie die Faust aufs Auge halt rein. Ja? Von daher wird das schon richtig cool werden. Ne? Wir suchen halt ein Gerät, was ein bisschen was kann. Was vielleicht halt auch von den Highlights her halt einfach mal was Neues halt auch einfach ist. Ne? Und da sehe ich da schon so, dass mir das wirklich gut gefällt halt momentan, das Gerät. Es darf natürlich gerne auch klingen. Mache ich mir beim Bremen aber keine Sorgen. Ne? Nee, also da, wo Bremen draufsteht, sollte das eigentlich passen. Ne? Wir haben nämlich hier noch, wo bin ich jetzt hier? Was ich natürlich habe, ist der Equalizer. Ich habe nicht nur einen Equalizer drin, hier ist auch ein DSP für dich drin. Das heißt, da könntest du schon mal so ein bisschen was vor einstellen, aber so wie ich dich kenne, wirst du hinter dem Radio wahrscheinlich auch noch 2-3 Veränderungen vornehmen. Schöne Grüße an Timo. Genau. Brauchen wir nicht. Aber gut zu wissen, dass das hat. Ne? Also es gibt ja nicht nur unseren Seat, ne? wo das halt interessant ist. Ne? Von daher. Ne? Ja, cool. Also, aber das hat es auch. Ja, mit hier Q-Faktor-Einstellung. Ja. Erkläre ich euch beim nächsten Mal. Wird jetzt ein bisschen lang, ich frage, worum das geht. Ja. Nee, ist auch besser so. Ja. Aber hier. Nur gucken, ne? Kleiner Trick nochmal am Rande hier. Wenn du runtergehen möchtest, einfach ein bisschen länger draufhalten. Weil viele fragen mich mal, ich kann es hier nur hoch machen. Wie komme ich runter? Ja, okay. Einfach ein bisschen länger draufhalten. Dann gibt es Sinn. Ja. Hätte ich herausgefunden, spätestens nachdem ich die komplette Anleitung gelesen habe. Ja, das mache ich nämlich immer, bei jedem Gerät. Hm? Selbstverständlich. Mhm. In zwei Sprachen, damit ich es halt auch einem englischen Kunden erklären kann. Cool. Ja. Wichtigste Frage für ein paar Leute, die es noch interessieren, würde wahrscheinlich, was kostet das? Das Gerät wird wahrscheinlich bei 899, 849 liegen, ja, inklusive Navigationskarte. Passt aber. Ne? Also da sehe ich eigentlich wenig Schmerz mit, ne? Weil also von der Ausstattung her, Volkswagen spezifisches Gerät, wo halt Blaupunkt draufsteht,
Apropos, wo kommt der Name her? Blaupunkt? Ja, haben wir uns auf dem Weg hierher gestellt, die Frage. Ja, das kriege ich nur halb zusammen. Ich versuche es mal zu erklären. Okay, ganz, ganz kurz in Worten. Ja. Und zwar gab es mal in, ich meine Berlin war das, eine Elektronikfirma, Unternehmen, die produziert haben. Und die produzierten Geräte, die Elektronikgeräte, wurden dann einer Qualitätskontrolle unterzogen. Und da gab es zwei Bänder. Rechte Seite, linke Seite. Das rechte, ich sage jetzt mal recht, rechts, die haben, wenn das Gerät geprüft worden ist und es in Ordnung war, haben die einen roten Punkt draufgeklebt. Die andere Seite, wenn es in Ordnung war, haben einen blauen Punkt draufgeklebt. Aber die linke Truppe, die war besser als die rechte Truppe. Das heißt, die mit den blauen Punkten, da konnte man immer von ausgehen, ja, das ist von der blauen Truppe geprüft worden. Das ist top in Ordnung. Und daraus resultiert der Name Blaupunkt. Nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, so war es. Also, an alle, die mal bei Günther Jauch sitzen sollten, ja, der Wahrheitsgehalt dieser Aussage ist nicht bestätigt. Nein. Aber selbst wenn es erstunken und erlogen ist, war eine gute Geschichte. Ja. Nee, cool. Also, auch da sind wir jetzt wieder ein bisschen schlauer. Nochmal zurück, 899 Euro finde ich absolut, absolut fair für das Gerät. Das passt. Wer da Bock auf so ein Ding hat, ihr wisst, wo ihr hinwenden könnt. Zu uns natürlich, ganz klar. Ja, ja. Genau da. Ja. Habe ich ein sauberes Shirt heute an? Ja, habe ich. Gut. Und dann würde ich sagen, packe ich jetzt so ein Ding ein für die Lena. Ja. Und dann schraube ich das. Ich bin auch froh, dass ich es gekriegt habe. Du hattest es ja angekündigt, dass du vorbeikommst. Und ich habe es extra einfliegen lassen. Und es steht da. Du darfst es mitnehmen. Fett, wir kriegen das Erste. Ja. Cool. Nee, dann laden wir das ein. Ja. Ja. Dann schmeißen wir es unten nochmal ins Auto fix rein. Und dann sind wir schon wieder weg. Ja, und dann ja. Schrauben wir es die nächsten Tage einfach mal rein ins Auto. Gerne. Ja. Super. Freut mich, ja, dass wir euch helfen können. Wenn Fragen sind, meldet sich einfach. Wir haben zu danken. Ne? Und wenn es fertig ist, dann kommst du mal vorbei. Schaust dir an, wie es eingebaut ist. Ne? Super. Ja. Dann, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.